So we have won many tenders. So this looks really impressive, but you're not showing it here. You showed this on the enforcer. Because it's forbidden here. Yes. Forbidden here for us. So this is it's called Bren. Maybe you know the Bren name. It's a Brno Enfield. It was the old machine gun from the Second World War. Is there going to be a semi-automatic civilian version? Yes. This is a semi-automatic. S1 is semi-automatic because we cannot display it here, but we have. It's a different market, you know, military or law enforcement. Yes, but S1 is for the civilian market. Yeah, so da hat man natürlich dann ultra viel Konkurrenz. Richtig nice. Also hier für die Ganzstahl-Freunde, für die Heavy-Metal-Freunde. Ja, du hast ja so ein Pull-Bell-Lauf. Hat alles angeboten. Gut sagen Sie mal so, für den Neuner brauchen Sie Fancy-Version, auch wenn jetzt diese Griffschalen dann doch etwas flamboyant sind. Das Steyr AOG ist, glaube ich, immer noch im Rennen als Nachfolger für das G36. War eventuell sogar vor der Einführung des G36 eine Alternative. Und die Waffe war seiner Zeit damals eh schon voraus, mit dem Bullpup-Design und dem Polymergehäuse und allem drum und dran. Also wäre interessant zu sehen, wenn die Bundeswehr ausgestattet wird damit. Also der Name ist international bekannt, Schmeißer, und ist made in Germany, tut dann das Übrige. Und wir haben jetzt gerade mal nachgefragt, die hatten tatsächlich mal teilgenommen an einer Ausschreibung für den Nachfolger des G36. Aber da ist nichts draus geworden und die haben jetzt anscheinend irgendwie keine neuen Mitbewerber, aber wie dem auch sei. Auch der zivile Markt ist hier sehr, sehr gefragt. Das Sammlerherz, meine Damen und Herren. Ein Sturmgewehr 44. Der Führer mochte es nicht, ließ es nicht bauen. Hinter seinem Rücken ließ man es bauen. Und ja, das Ding ist natürlich ein absoluter Hit. Und ja, ziemlich schöner Nachbau. Also auch die Details, das Holz, die Pressteile und alles, ist wirklich super. Also da. Also das Ding wurde natürlich dementsprechend häufig gebaut, auch ein absolut perfekter Nachbau. Ist wirklich super gelungen. Also auch so eine simple Konstruktion. Es war ja eigentlich ein Massenprodukt. Jetzt habe ich hier die Ding verstellt, aber es war ja ein Massenprodukt, eigentlich ein ziemlich günstiges Massenprodukt, aber selbst wenn man jetzt sowas wieder auflegt, absolute Detailtreue, absolute Qualität und absolut notwendig, so einen Klassiker auf den Markt zu bringen. Wir tun nicht einfach die drei von der Bundeswehr kaufen und die umbauen. Ich sehe also SAR-Sparmarmstempel auf dem Gehäuse. Ja, wir kaufen Surplusteile aus Bundeswehrbeständen, beziehungsweise haben gekauft. Die verkaufen inzwischen nichts mehr. Tun Lothar-Walter-Läufe wieder einbauen, neue Verschlüsse machen. Ja. Die ganzen Gehäuse und so weiter überarbeiten, Manganphosphatieren. Ja, und dann haben wir einen BKA-Bescheid,
als Halbautomat. Zulassung in 308. Ja. Alles gut. Wahnsinn. Wie viel Arbeit fließt da rein in etwa? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt das Gehäuse in der Hand hat? Oder? Wenn Sie hier gerade runter gucken, dann können Sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was da für Arbeit dahinter steht. 200 Teile in etwa gehen in ein G3, richtig? Ja, wir haben es hier mal kurz aufgezeigt. Also mit kleinen Teilen sind es glaube ich 200. Ja, alles aber in etwa. Ja, also es fehlen ein paar Teile. Aber das mal zum groben Überblick geben, das zusammenzusetzen, alles korrekt zu verschweißen und so weiter, kann man sich vorstellen, dass da doch ein bisschen mehr Arbeit dahinter steckt. Ja, Sie sehen hier zusammen. Also hier unten sehen Sie auch die Neufertigung unserer Köpfe. Schlösser. Das sind die Lose. Das sind jetzt unsere Walterläufe, ja, verschieden. Da haben wir noch einen Laufrohling zu Anschauungszwecken. Ja. Und das sind dann die Läufe, wie man sie so von Lothar Walter muss. Die Gehäuseteile. Super nice. Stehen auch die Preise. Also natürlich dann, ja. Natürlich dann. Das hier gut, das ist was anderes. Das hier ist. Die Kommandoversion, die hat einen kurzen Lauf. Die Leute denken meistens, wir sind faule Hunde und sägen einfach den Lauf ab. Dem ist nicht so, das ist ein Polygonlauf, weil der muss enger sein. Einfach ausgedrückt enger, weil es sonst zu wenig Gasdruck gäbe. Dementsprechend ist das natürlich entsprechend. Also da oben, so kennen es viele noch von ihrer Dienstzeit. Also wirklich ein wunderschönes Teil für gerade mal 2000. Ja, 2000 rum, je nachdem Picatinny-Schiene und so weiter. Sind wir da bei 2.1? Ja, genau, die Schiene da oben ist aber so, wenn die Leute einfach nur ihr Bundeswehrgewehr quasi legal wieder haben wollen, dann sind sie bei unter 2.2. Genau. Und das kennen die Bundeswehrler auch noch, zumindest aus gewissen Jahrgängen. Ja, das war bei der Bundeswehr als Uzi für die Panzerbesatzung und die Fallschirmspringer zum Beispiel aufgeführt. Wir bauen sie jetzt als halbautomatische M54, haben einen BKA-Feststellungsbescheid als Langwaffe, leider nur für Jäger und Sammler, wie in der Steinzeit. Nicht zulässig für Sportschützen. Wieso nicht? Wegen? Wegen dem Aussehen. Wir sind dran, eine zu machen. Ist das Anscheinsargument nicht von der Zeit schon längst weggefallen? Theoretisch. Ich nenne jetzt keine Details, aber man muss sie optisch noch ändern. Sie ist schwarz, deswegen. Diskriminierung. Dabei hat sie doch einen braunen Schaft, das müsste doch. Nein. Bieten wir mit verschiedenen Griffstücken an. Das hier ist die hebräische Ausführung, original Israel, aber wir bieten es auch mit deutscher Beschriftung an. Je nachdem, was man will. Und Underfolder. Der ist natürlich festgeschweißt. Achso, ja, freilich. Nichts Underfolder in Deutschland. Eben. Sondern Skelettschaft in Deutschland. Das wäre es concealable. Ja. Um den deutschen Regeln zu entsprechen. Ja. Wow. Liegt bei unter 1,5, also 1498, wird viel gebraucht. Ich vermute nicht, dass die damit jagen gehen, aber zum Haben. Haben ist ja der Rest. Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Info. SAR, Schwabenarms. Also ich komme da mit meinem Mini-Daumen, komme ich da nicht einmal wirklich rein. Ansonsten halt, Standard AK-Stuff. Die Amerikaner machen es ja auch so. Es gibt, glaube ich, eine einzige AK auf dem amerikanischen Markt, die zu 100% in Amerika gefertigt ist. Also da wirbt irgendeine Firma dafür, 100% made in the United States. Meistens läuft das so wie hier. Also hier steht. Das Gehäuse made by CN Romarm in Romania. Und dann hier imported by Waffenschuster
Und die verbessern halt das Teil mit ihren, Sachen. Das sieht hier auch diese Spuren hier. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das ein gefrästes Gehäuse ist, ein gefräster Receiver. Gehäuse made in Bulgaria und dann halt eben Anbauteile SP5. Also es sieht aus wie eine MP5. Der Ladehebel sieht aus wie bei einer MP5 und es ist aber keine MP5. HK243S Tar in RAL 8000 Farbe. 223 Read Manual. Das ist für die Amerikaner besonders wichtig, dass man das draufschreibt, dass sie die Anleitung lesen müssen. Ich dachte, nur Frauen lesen keine Bedienungsanleitungen. Aber anscheinend erstreckt sich das Problem auf Amerikaner generell. Aber, nee. Trotzdem sehr nice. Ist das das neue Gewehr der Bundeswehr? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich weiß es HK auch nicht. Wie gesagt, viele Teile sind eigentlich absolut identisch. Also gerade so die Abzugsgruppe. Der Griff, der hier ein bisschen wackelig ist. Der gleiche Ladehebel. Civilian Version nehme ich an. Okay. Wir haben auch den gleichen Ladehebel wie das andere Ding, was wir gesehen haben. Diese Weiterentwicklung von der MP5. Wenn man hier drauf besteht. Slap that bitch. .45 Auto. Die ganze NATO steigt um auf AR-kompatible Plattformen. Dementsprechend bieten die das halt auch mehr und mehr an. Aber nicht mit diesen Winz-Magazinen. SFP9 Ultra Tactical mit Gewinde. Auch endlich mit Backstraps, auch für kleine Hände wie meine gedacht. Da geht dann auch mehr. Alles schön tactical mit Ambidextrous, Mag Release. Dann P30. Ist das auch noch eine Polizeipistole? Das wirkt alles sehr, sehr dienstmäßig. Ich sag, Heckler und Koch mag ja den Behördenmarkt, nicht so sehr den zivilen Markt. Da der Undying Classic USP in der Tactical-Ausführung. Keine Backstraps, nur für große Hände. Also wie gesagt, bei mir, also für mich ist das nix. Es ginge gerade noch, also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich damit schießen müsste, aber im Endeffekt habe ich zu kleine Finger dafür. Kaliber 9. Made in Germany natürlich. Hier ist die Jack Bauer Waffe, die USP Compact. Glaube ich, in den meisten Season war es eine HK Compact. Hier natürlich was ganz anderes, also auch für meine Finger gedacht. Überhaupt kein Problem. HK45 Tactical in 45 Auto. Auch ein riesen Turm. Backstraps, nicht wie bei der USP. Also selbst mit dem Ding hier kann ich das Ding schießen. Es hieß ja immer, HK-Pistolen sind nicht für menschliche Hände gedacht. Und siehe da, mit meinen Winzhänden kann ich das Ding auch wunderbar bedienen. Ja, das Kaliber ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber sehr, sehr nice. Mark 23, boah, ist das ein Prügel.
Also das Ding ist äußerst schwer. 45 Auto, keine Backstraps, also nur für richtig starke Handgelenke und Dinge gemacht. Also so viel Gun brauchen die wenigsten. Mit sich rumschleppen, die ist einfach zu schwer. Es ist ein Riesenstück Metall da oben drauf und kommt fast schon ein bisschen so das, das Desert Eagle Feeling auf. Eine USP Elite. Extra langen Lauf. Also wir suchen nach Warnhinweisen. Hier, before using gun, read warnings in instruction manual available free from the company. Ruger Ranch Rifle. Also wie gesagt, wundervolle Sachen hier. 556 NATO. Read the manual. God bless America. Ein absoluter Klassiker hier neu aufgefriemelt in was ist das? Flamboyant Green. Gay golden greenish. The man with the greenish gun. Wir wissen es nicht. Read instruction manual before using firearm. So aus versicherungstechnischen Gründen. Gun will fire with magazine removed. Vielleicht noch ein paar andere Sicherheitswarnhinweise drauf. Okay, this is the dangerous end. Okay, shit goes boom. Don't look here. Das müssen sie hier hinschreiben. Don't look here, point the other way. Also für den Hobbyschützen, ich meine natürlich hier den Behördenmarkt. 50 Cal, HS 50 M1. Also beileibe nicht jeder Scharfschütze mag dieses Kaliber. Also gerade die Amerikaner nehmen ja verschiedene Sachen und natürlich dann auch durch den weltberühmten Sniper Chris Kyle gab es dann auch die Diskussion. Er wurde immer gefragt, hey, mit was hast du geschossen? Und je größer, desto besser. Und er meinte, nö. Also seine Standardkaliber waren ihm eigentlich vollkommen recht. Und diese Fixierung auf 50 Caliber, das wird sich erst im Laufe der Zeit rausstellen, ob sich das so gelohnt hat. Und auch die Größe, die schiere Größe von dem Ding. Also für den Behördenmarkt den Kaliber 50 Scharfschützengewehr, Präzisionsgewehr. Die Diskussion, ob das wirklich notwendig ist, die Diskussion wird auch lange Zeit geführt werden, bis man irgendwann die ganzen Daten auswerten kann, ob es das wirklich gebracht hat. Gerade auch so prominente Sniper wie Chris Kyle, die ja berühmt geworden sind durch ihre Karriere und ihr Buch, die wurden immer wieder gefragt, ja, was verwendet ihr? Und er meinte eigentlich, das war nie so wichtig in seinem Beruf, beziehungsweise er nahm eher kleinere Kaliber. Aber er sagt ja auch, er war ein Monkey am Trigger und er hatte auch viel Glück in seiner Karriere. Nichtsdestotrotz, schönes Teil, Alternative zum Barrett und zu ähnlichen Modellen. Okay, was haben die anzubieten? Das ist M9A1, also auch eher so für die ganz harten ähnlich. Ähnlich wie das, was wir gerade gesehen haben bei CZ. Triangular Sights. Also mir gefällt diese Visierung. Ist natürlich Geschmackssache, aber... Also man hat dann hier tatsächlich dann, vielleicht wenn man das sieht für die Kamera,
Welches Alignment? Präzisionsgewehr, eine Nummer kleiner in 338er Pur Magnum und 6,2 Kilo Gewicht leer. Das ist alles total super. Und ja, halt nackig. Also 5.500 Euro nackig. Ohne Zielfernrohr, ohne Zweibein, ohne alles. Also sogar bei diesen 600, 700 Euro Pistolen ist momentan mittlerweile ein Perfektionsgrad erreicht. Das ist unglaublich. Also die Fertigungen sind so gut, die Teilequalität ist so gut. Serienstreuung ist eigentlich kaum ein Thema. Und die kämpfen halt mit immer höherer Perfektion um einen eigentlich schwindenden, zivileren Markt. Am besten wäre es halt, den Markt zu vergrößern, ja, dass man einfach dann die Gesetze entsprechend ändert. Und dann kriegst du halt mehr von diesen Stückzahlen los, ja, anstatt dass du halt irgendwie mit den immer besseren Maschinen da und so weiter halt dieses Rennen machst um die Perfektion, dass du nicht gewinnen kannst. Weil andere Hersteller können das auch. So, what we have here is The classic forward grip. Yeah, exactly. That's a forward grip. And you have the railing system that you can attach to your AK-47. I'm more of a fan of this part, which is the modular railing system, because it gives you a better grip if you don't have a vertical grip, better handling of the weapon. If you don't have things that you attach, a light or something else, you can just take it out, move it. It makes a huge difference. I mean, if you compare this to the regular handguard, it's better than a handguard, but it's not as annoying as exactly. This. It's not like this, because this is not natural. Yeah. This is. The natural thing when you hold a weapon is you need the 5 stability points. Yeah. And when you use a vertical grip, like this one, you lose 1 point because your hand doesn't touch the magazine correctly. It doesn't touch it, so you lose stability. But if you have this part, you're just in the medium level because on one hand you're not far from the weapon, but on the other hand you still have the handle attached onto the magazine. What you can see here is another railing system, which is a bit longer, and of course, the POD. Yeah, what's really nice about this, this is like a complete system. This goes from here all the way to here. So it's not just a replacement lower handguard and upper handguard. It's a complete system. It touches the lower receiver. It's screwed together, so it's really, really tight. And this is not even attached to the upper receiver plate, so it's not wiggling. It's not wiggling like regular rail systems. So what you get is like a gun around the gun, or something that is an extension of the gun, not just a clip-on. I mean, I really like this. I really like this rail system. But as we talked before about the FSG, the front support grip, you can have a system for it. You can have the thumb accessory here, which means that you have even better grip of your weapon, because you can support it one with the finger and with the thumb, and then you hold closer to your body. So it really changes everything. I'm right-handed, so I'll change obviously, it. This isn't on the right side for me, but think about this. With a handgun, you try to attach your hands to all sides of the handgun, right? So you have with a handgun, you have something from the left, you have pressure from the right, pressure from below, and this gives you everything. It's pressure in this direction, in that direction. You can even, it's a complete different way of attaching your hand to a rifle. This kind of gets the cool award, I think. Yeah, definitely. Just move this, because otherwise it won't fit well. And the last thing is the Kidon system, which is a modular system that fits around 20-25 pistols. All you need to do is change the adapters
and play a little bit with Allen keys, and what you get is very simple. I'll open it and demonstrate it for you. You take out this pin, pull this out, have this thing that you need to flip here, and as long as your gun has, as your pistol has the rail, it will fit. Third generation at least. Yeah, it will, not everything, but most of them will fit. Very easy to attach. You can also change the charging handle from left to right, left-handed, right-handed, whatever you want. You can move it. And it comes with the bungee strain. Yeah. Strap. I've used things like this, but again. Okay, warum Cerakote und nicht die üblichen Brünierungen, üblichen Geschichten? Der Vorteil von Cerakote im Vergleich zu einer herkömmlichen Brünierung liegt einfach daran, dass es eine wesentlich höhere Chemikalien, Säure, Laugenbeständigkeit hat als eine Brünierung. Weil eine Brünierung ist ja nichts anderes als ein so gewollter Rost. Die Abriebfestigkeit von Cerakote ist geringfügig besser als Brünierung. Also von der Haltbarkeit würde ich sagen Brünierung, Cerakote und dann sind wir im Hartstoffbereich, also PVD-Beschichten, Nitrieren und so weiter. Der Vorteil von Cerakote ist halt einfach, dass gerade Handschweiß zum Beispiel, was sehr, sehr kritisch ist, bei einer Brünierung habe ich keine Chance. Ich fasse es an, wenn ich es nicht sofort mit Öl nachbehandle, weil das ist das blanke Metall, es ist keine Schutzschicht drüber. Und da spielt Cerakote definitiv dann seine Vorzüge aus, weil ich ja diese schützende Cerakote-Lackschicht auf dem Metall habe. Das ist im Prinzip der wesentliche Unterschied, plus die Farbvielfalt. Bei einer Brünierung kann ich halt schwarz machen. Maximal kann ich natürlich hinzufügen von verschiedenen Salzen. Die Tiefe der Brünierung, blau, schwarz, wie auch immer, das Chargieren hinbekommen. Bei Cerakote habe ich eine unendliche Farbvielfalt. Ich kann Cerakote-Töne untereinander mischen, ich kann Farbmuster auftragen, ich kann Logos, Schriftzüge, was immer. Alles, was in irgendeiner Weise ähnlich aus dem Airbrush-Bereich bekannt ist und was ich mit Airbrush umsetzen kann, kann ich auch mit Cerakote umsetzen. Und welche Waffen kann man alles quasi nachbehandeln? Und wie läuft diese Nachbehandlung? Gibt es eigentlich keine Grenzen. Also waffentechnisch überhaupt gar keine Einschränkung, materialtechnisch überhaupt keine Einschränkung. Wir haben zwei wesentliche Serien. Einmal das luftaushärtende Cerakote und welches im Ofen ausgehärtet werden muss. Viele Leute denken immer, Luft trocknen ist nicht so haltbar, ist gerade ein Trugschluss. Denn insbesondere für Schalldämpfer wird das Lufttrocknen verwendet. Weil Schalldämpfer gerade bei höheren Schussfrequenzen wird sehr, sehr heiß. Und dann nutzt man natürlich keine Beschichtung, die bei 160 bis 180 Grad aushärtet, dann wieder aufbricht und ihre Härte verliert. Deswegen bei Materialien, es kann auf sämtlichen Materialien verarbeitet werden, bis auf Gummi, wenn sehr elastisch ist. Weil da kommt irgendwann jede Farbe halt an ihre Grenzen. Aber Aluminium, Stahl, Messing, Zinkdruckguss, härtere Kunststoff, Polymere, alles, überhaupt kein Problem. Und der Vorteil ist, dass selbst wenn ich an einer Waffe verschiedene Materialien habe, ich eine durchgehende Farbschicht habe. Da sieht man hier unten zum Beispiel bei der GSG 1911, die ein Griffstück aus Zinkdruckguss hat, der Verschluss ist Aluminium. Wenn jetzt Ton in Ton lackiert wäre, würde man keinen Farbunterschied sehen. Also nicht wie zum Beispiel das Problem, was Heckler & Koch beim G28 hat. Wir haben den Lower, der ist aus Aluminium, den kann ich in RAL 8000 eloxieren, aber es wird immer eine andere Farbe als das Stahloberteil, was zum Beispiel Cerakote wird. Oder aber, wenn ich Brünierstellen habe, Lotstellen zum Beispiel, an kombinierten Waffen, das Lotzinn nimmt immer nie hundertprozentig Brünierung an. Bei Cerakote überhaupt gar kein Problem. Seid ihr auch im Militär mal? Ja. Also mittlerweile ist Cerakote weltweit gesehen das am häufigst verwendete Finish im Militäranwendungsbereich. Viele Hersteller, zum Beispiel Daniel Defense, nutzt Cerakote für ihre militärisch genutzten Waffen. Colt, Heckler & Koch setzt Cerakote ein. Die amerikanische Armee nutzt es. Viele Schalldämpferhersteller nutzt es. Auch im deutschen Bereich Heeresamt verwendet zum Beispiel Cerakote. Na gut, ich zieh mal weiter. Okay, wundervoll. Was sehen wir hier unten? Das sind zwei 1911er. Der eine Cerakote und der hier? Das sind beides Cerakote-Waffen. Das sind meine persönlichen Wettkampfwaffen. Die rechte ist relativ frisch. Also von GSG, die ist relativ frisch gecoatet worden. Die auf dem Shirt liegt, das ist meine persönliche Wettkampfwaffe, die seit 2012 von mir verwendet wird. Sowohl im deutschen als auch weltweiten Wettkampfgeschehen. Hat ungefähr jetzt 50.000 Schuss mit der Originalbeschichtung schon getroffen.
50.000. Wahnsinn. Und hier sehen wir das, hier sehen wir ein G3, wo man es erkennen kann, dass also dann Kunststoffteile behandelt sind, Ton in Ton, auch die Gehäuseteile. Genau, das sieht man hier besonders gut, was ich gerade sagte, mit dem unterschiedlichen Farbton. Man sieht auch sowohl die Polymer-Schulterstütze, der Griff, als auch das Durchladerohr ist in RAL 8000 mit Silvercoat behandelt worden. Man sieht halt, obwohl es Metall- und Kunststoffflächen sind, keinen wirklichen Farbunterschied. Und das ist halt der Riesenvorteil. Auch wenn man sieht, der Aluminiumvorderschaft ist in Burnt Bronze, aber auch das Stahlblechgehäuse ist in Burnt Bronze. Und man hat keine Farbabweichung. Ja, also man sieht das sogar, auch wenn das Glas ein bisschen spiegelt, man sieht das eigentlich wunderbar. Mich sehr beeindruckend. Jetzt für den, sag ich mal, zivilen Markt, Wettkämpfe und so weiter. Kann man jetzt quasi auch zu den Händlern gehen und sagen, ich will eine Waffe gleich in der Servercoat-Variante? Ist das eine häufigere Geschichte? Oder sagt man jetzt, ich kaufe mir die Waffe, die ich will, und lasse sie dann abgehandelt? Also zum größten Teil ist es so, dass Einzelhändler, Büchsenmacher an PBN zum Beispiel herantreten und die Waffen dann auf Kundenwunsch einschicken, sei es eine neue Waffe oder auch, dass viele Leute nach gewisser Gebrauchszeit einfach sagen, ich möchte was Neues, möchte was Frisches haben. Und dann stellt sich halt häufig für den Kunden, wenn man eine Waffe 2-3 Jahre wirklich im Betrieb hat, dass man sagt, das Finish ist vielleicht ein bisschen abgeschraubelt, ich möchte mal was Neues, was kann ich machen? Und früher hatte man halt ganz klassisch die Variante Bronierung, Hardchrome, was für viele schon mal ein Kostenaspekt war. Gerade Hardchrome ist umwelttechnisch sehr bedenklich oder ist schwierig, deswegen gehen viele Betriebe aus der Waffenbranche von Hardchrome weg, wegen den hohen Auflagen. Brunierung ähnlich, es gibt kaum noch Büchsenmacher, die in Eigenarbeit eine Brunierung anbieten. Und die Lücke kann als Ceracoat füllen, weil ich habe nun im Prinzip alles. Ich brauche eine Spritzpistole, einen Kompressor und eine Möglichkeit, es auszuhärten. Umweltbedenklichkeit habe ich nicht. Und ein Großteil der Einzelkundenaufträge kommt dann wirklich über die Büchsenmacher, die sagen, ich möchte gerne meine alte Waffe wieder auffrischen lassen. Aber es gibt auch mittlerweile zum Beispiel die Büchsenmacherei Pommersberger aus Kübach. Die legen Sondermodelle auf von neuen Waffen, auch schon direkt mit Ceracoat-Finish. Das haben wir also seit diesem Jahr im Programm. Wir sind auch Exklusivpartner für Realtree-Filme. Ich denke mal, Hydro-Transfer kennt man ja schon. Sehr, sehr altes Verfahren, eigentlich aus der Automobilindustrie. Sprich, jedes Carbon-Interieur, jedes Holz-Interieur bei Mercedes, BMW, Audi ist Wassertransferdruck. Wir bieten das jetzt auch im Waffenbereich an, sowohl für Schäfte als auch, wie man hier sieht, komplett. Wie machen die das so detailreich? Das ist ja wie ein Druck. Genau, das ist wirklich revolutionär, weshalb wir jetzt gesagt haben, wir bieten das auch an, ist das Ceracoat ein neuer Klarlack auf den Markt gebracht hat. Explizit für Wassertransferdruck, der mit Blick auf die in der Waffenindustrie verwendeten Chemikalien entwickelt werden muss. Weil gerade bei der Waffenreinigung werden ja sehr, sehr aggressive Substanzen verwendet. Und der Klarlack ist darauf abgestimmt und hat hervorragende Härte- und Dauereigenschaften, Haltbarkeitseigenschaften. Vom Verfahren her ist, man sucht sich sein Filmdekor aus, reicht also von den Realtree-Tönen, Carbon zum Beispiel, Krypton ist momentan ja auch sehr, sehr in. Schau mal, selbst auf der geriffelten, ist an der geriffelten Stelle, ist das absolut original. Das ist von mir mein persönliches Wettkampf, AR-15 komplett in cool. Realtree Typhoon gemacht. Da sieht man auch, es ist auch egal was für ein Untergrund, man sieht also den Kunststoff, der Kunststoffhinterschaft, Pistolengriff, Aluminiumgehäuse, Vorderschaft im durchgehenden Cryptek. Kann man auch auf Magazintaschen machen, ja. Holster, Glockschlitten, Multicam. Also da ist dann wirklich definitiv der Fantasie. Keine Grenzen mehr gesetzt, ja. Verfahren ist relativ simpel. Das wird in einem Farbton passend zum Film vorlackiert. Dann wird das Werkstück in ein Wasserbad gedippt durch den Film, herausgezogen, getrocknet und dann Klarlack drauf. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie ein Foto des Finishes, das wird auf das Wasserbad, was leicht erwärmt ist, aufgelegt, dann wird ein Aktivierungsspray aufgetragen. Das Aktivierungsspray löst den Film praktisch auf und das komplette Dekor legt sich auf die Wasseroberfläche. Und durch das Eintauchen und die Oberflächenspannung legt sich das Dekor wirklich auch komplett um, selbst die komplexesten Werkstücke. Und das Werkstück ist dann in dem passenden Dekor, was man haben möchte. Das ist super cool. Ja, so ist es.
night some of those guys, and I'm going to join it. Oh. You know what I mean? Saturday night, you're going out. I mean, is it like a mid-level pricing? Is it an upper? So it's not as expensive as multi-cam or. Well, multi-cam they always charge like 30, 40 bucks extra, but yeah. Not just the camo versions, but also the regular versions. Of course, but I mean the end customer prices. Is it a premium brand? Is it a premium price brand? Is it a kind of a mid-level, upper mid-level price brand? Yes. Yeah, because you can make a. If a manufacturer makes a bag of this size with cheap materials, you know, and that sort of stuff, it's gonna fall apart. So lifetime warranty. Wow. So I get the messenger type bags. You get three day packs. So this looks very. The big logo on them. That's pretty neat. So it's not like you want to hide the brand. They have a little logo on the side, so it's on the full side. And this is. This for example, I mean, this kind of this three-day pack. What is the end customer price for this one? Sure. So our stuff, we really pride ourselves that the quality is there, but the price we try to keep it as low as possible. So that pack right there retails between $100 and $140. No way. Yeah. So your wholesale price would be $69.85. And then that also comes in a mini, which is around $50.85 wholesale, and retails between $80 to $100. That is super. Yeah. That is super competitive. I mean, this kind of stuff. Then of course you have the rifle bags, hydration packs. Full range of gear. How many color options do you have? So we have Black Coyote OD. We have our Voodoo Tactical Camo. We sell some stuff in ACU, the Army Digital Multicam, Black Multicam, and then we also, for some limited items, we actually have Lady Voodoo, which is pink and purple. Alrighty. Some plate carriers? So those are Armor Express. We didn't bring any of our plate carriers, but if in our catalog it will show on the line. These ones we make for Armor Express, so all of our stuff, our plate carriers, will hold soft and hard armor, but we're not in the business if we don't sell actual plates. That is really neat. And holsters, so you make holsters. No, this is not us. This is another rep that we work closely with. But that's all Voodoo again. This is all Voodoo again. So customers have been asking us about this, and we've been waiting on this for a while. And now, of course, at the trade show, we can.
We can check the distribution, we'll check distribution, ask for distribution, and then get them rolling. Great. It's really cool. And of course the push peg options. So that's like one of our most popular sling bags. Yeah. What's this one called? This is the Ergo Pack. That's very neat. And then we have a range bag starting off as small as like our Scorpion line to medium all the way up to what we call our Mojo loadout bags. It could come on wheels. In the catalog, it will list all of like the measurements of the outside of the bag as well as the compartment capacity, like liter-wise. Alrighty. So, I mean, this doesn't even touch upon like, we have so much more to offer, but it's just limited space. A massive catalog here, if you can see that. So, we'll be going through that. Vom Markt genommen wurden, jetzt eine komplett neue Reihe, Ironclad Technology. Klingt doch schon mal super, auch hier die altbekannten gibt es immer noch, TechLite, gab es schon einen lustigen Werbespot. Und hier jetzt also dann tatsächlich die das ist quasi ein Gunbag in einem Hardcase. Easy to snap off. Hier ist neu. TechLite Anorak gibt es auch seit einer Weile im Sortiment. Die neuesten Rucksäcke. Meisten davon haben wir schon im Sortiment. Auch den hier, HRT, Thorbanger, das Ding hier, Concealed Carry Weapon Ready, Rush Serie, alles altbekannt, die Jacke hier, ist glaube ich die M65, die M65 und 511, auch sehr, sehr slick und funktionell,
Die Rucksäcke sind mir neu. Werden wir auch bald genauer zeigen. Die Dinger sind auch neu. This is an actual FN mini-me. Yeah, it's a mini-me. Mini-me machine gun with the standard, you know, box of ammo. I mean, this is phenomenal. And it's heavy. It is really, really heavy. So it limits your motion. So that's cool. If you're doing this sport, you can't just run around with this thing like you have nothing in your hands. It's heavy. And gotta factor that in. Drei Stages, yeah. Stage, vier Targets, 12 insgesamt. Jedes vierte Target löst die nächste Stage aus. Das heißt, du gehst von hier nach hier. Also ich mach irgendwelche von den vier und dann... Nein, die leuchten grün in der Mitte aus. Ah, okay. Nur die grün aufleuchten, bitte beschissen. Das heißt, hier das vierte, gehst du hier und wenn du hier das vierte triffst, stopp die Zeit. Die Zeit wird für alle hinter alle komplett gemessen. Genau, für den kompletten Kurs. Also es gibt keine Split-Times, die wir erreichen, also nur... Nee, ich hab ein bisschen EPSC-Erfahrung. Dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, sollte. Einfach Magazin rein, durchladen und du sagst mir, wenn du fertig bist. Alright. Shooter ready. Stand by. Stage 1. Stage 2. Stage 3. That's it? That is awesome. It's an awesome sport. Another one, faster. This is all right. Remember, it's a time game. How bad was it? How badly did I do? You are the last one on the high score. So I got 25.89. And the best one is a 10.5. A 10.5? Yes, so you have to hurry up a little bit. So I'm on the bottom here. Just a little. Number 23. I'm the worst one today. So, shoot, right. Are you ready? Stay by. Yep. All right. Stage 1. Stage 2. Yeah. Stage 3. Was that worse? Not so worse. You raised marginally four places. All right. I'm number 19. I'm 19. One more. I'm not the worst. Okay, I get one more try. Nur reinstecken, Knöpfe durchlaufen. Ist noch eine drin. Okay. So. Ready? Stage 1. Let's do that again. And it's always been extra. What? It's,
it's nice if you hear an uh-oh, you know, with a malfunction. So, fertig? Yep. Stage one. Stage three. That doesn't sound good. Don't speak for itself. 21! All right. I think I've embarrassed myself enough. But this is fun. I could do this all day long. Yes. You know? Are children allowed to do this? Supposed to be in what kind of country that you live in, or well, when you do it at home in your basement or something, yeah, it's not a problem. Okay, weil mir ist gar nicht bekannt, also dieser language switch macht mich verrückt, hey. Ja, ja. Also bleiben wir beim Deutsch. Kann verwirrend sein. Nee, aber vor allem für Kids ist es sicherlich ein interessanter Sport. Also meine Kids sind noch zu jung, 5 und anderthalb, aber das Nerf erstmal angeschaut. Wir haben eine Nerf Gun, also ich bekam eine Nerf Gun, beziehungsweise mein Sohn bekam eine Nerf Gun. So diese große Sturmgewehr mit richtigem Magazin. Und so, ich habe es noch gar nicht richtig ausprobiert, aber es soll 25 Meter weit gehen. Man munkelt. Wir werden es messen. Ja, aber es ist auf jeden Fall extrem geil, vor allem wenn man die IPSC-Geschichte wirklich im Verein betreibt. Und nur für Ablauftraining etc. und die Draws. Und es ist auf jeden Fall wesentlich kostengünstiger, als wenn ich die ganze Zeit mit 9 mm in die Gegend rumfalle. Ja, ja. Weil ohne Übung passiert sowas. Passiert 21 Sekunden oder mein Platz 19. Ja, das kommt dabei raus. Also, üben. Sehr schön. Vielen Dank.